CoolFit 4.0 ist das revolutionäre Rohrleitungssystem für Gewerbe- und Industriekälte von GF Piping Systems. In dieser Anleitung führen wir Sie Schritt für Schritt durch das Abisolieren und Schälen. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie alle notwendigen Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel zur Hand haben. Die Enden der CoolFit 4.0 Rohre ab D250 mm sind bei Lieferung bereits abisoliert, aber nicht geschält. Muss ein Rohr gekürzt werden, trennen Sie es rechtwinklig ab. Entgraten Sie das Innenrohr am Innendurchmesser und reinigen Sie das Rohr grob mit einem sauberen Tuch. Prüfen Sie an der Außenseite des Rohrs, ob sich im abzuisolierenden Bereich eine Markierung für einen Zentrierungsring befindet. Wählen Sie die passenden Spannbacken entsprechend der Rohrabmessung aus und montieren Sie sie auf die Spindel. Beachten Sie die unterschiedlichen Backen je nach Position auf der Spindel. Führen Sie anschließend die Spindel bis zum Anschlag ins Innenrohr ein und spannen Sie sie im Uhrzeigersinn handfest an. Wählen Sie den entsprechenden Isolationstrennerhalter anhand der Rohrabmessung aus. Montieren Sie diesen auf dem Handhebel und ziehen Sie ihn mit dem Innensechskantschlüssel fest. Stecken Sie den Handhebel auf die Spindel und öffnen den Leerlauf. Ziehen Sie die nötige Schutzkleidung an. Stecken Sie nun die Rotationssäge auf den Handhebel und schieben Sie sie auf die Höhe der korrekten Rohrdimension. Ziehen Sie am vorderen Hebel die Auflage nach oben und schieben Sie die Säge bis kurz vor Schaumbeginn an das Rohr heran. Starten Sie die Säge und sägen Sie einen Schnitt in den Außenmantel bis auf Anschlag des Isolationstrennerhalters. Schließen Sie nun den Leerlauf und bringen den Hebel in Nullstellung. Ziehen Sie den Hebel an der Säge nach oben und sägen Sie einen Halbkreis, bis die Säge quer steht und der Hebel einrastet. Sägen Sie den Außenmantel auf und demontieren Sie die Säge anschließend. Trennen Sie mit einem Schraubenzieher den Außenmantel vom Schaum und nehmen Sie ihn ab. Lösen Sie den Handhebel und montieren Sie den Isolationstrenner. Schließen Sie den Handhebel und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn nach vorne. Der rote Pfeil am Rastbolzen muss dabei Richtung Rohr zeigen. Hier können Sie auch die Ratschenfunktion verwenden. Drehen Sie so lange, bis der Isolationstrennerhalter anstößt. Entfernen Sie das Schaumelement und den Isolationstrenner. Bringen Sie nun den Schälarm entsprechend der Rohrabmessungen an. Der rote Pfeil am Rastbolzen muss dabei vom Schaum wegzeigen. Drehen Sie den Handhebel nun gegen den Uhrzeigersinn und schälen Sie die Oxidschicht des Innenrohrs ab. Nehmen Sie dann den Schälarm wieder ab und kontrollieren Sie den Span. Nehmen Sie den Handhebel von der Spindel. Entspannen Sie die Spindel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie sie aus dem Rohr. Entfernen Sie noch überstehenden Schaum rechtwinklig mit einem Cutter. Prüfen Sie die geschälte Oberfläche. Das Rohr ist nun bereit für die Installation. GF Piping Systems unterstützt Sie in allen Phasen Ihres Projektes. Sprechen Sie unsere Experten bei Bedarf jederzeit an. Weitere Informationen finden Sie unter gfps.com.